Eine Menschenkette zwischen Stuttgart und Neu-Ulm, quer über die Schwäbische Alb. Welten prallten aufeinander. Die Landbevölkerung blieb laut Abendschau eher misstrauisch. Ich bin selber im Krieg gewesen. Und darum halten wir uns raus. Das bringt eh nichts. Einige Landwirte schwammen aber gegen den Strom. Bei der Gruppe Bauern gegen Nachrüstung mischte auch ein Hohnlohr mit. Wir befassen uns jetzt in einer agrarpolitischen Gruppe, die mit dem Bauernblatt zusammenhängt. Seit August speziell mit dem Thema Nachrüstung. 30 Jahre später, Martin Schäfer ist inzwischen Biolandwirt und weiter politisch aktiv. Etwa im Bundesverband Deutscher Milchviehhalter und bei Demeter. Ihn sieht man deshalb häufiger auf Diskussionsveranstaltungen wie hier in Roth am See. Ja gut, es interessiert mich halt, ja, dass die Sache weitergeht, ja, dass man dranbleibt an dem Ball, der läuft, und dass man nicht alles im Zufall überlässt. Weil man kann auch zu Hause bleiben und dort seine Arbeit noch besser machen oder noch mehr machen, aber letzten Endes führt es zu nichts. In den 80er Jahren bewegte ihn die Friedenspolitik. Es ist auch so etwas wie ein Happening, ja, fast ein Naturereignis. Martin Schäfer und seine Kollegen tuckerten in die Nähe von Esslingen, verpflegten dort die Demonstranten. Sie wollten einiges zurechtrücken, und zwar mit Macht. Auch gegenüber der Stadt oder gegenüber Leuten der Stadt, die manchmal vielleicht meinen, die Bauern, die sind immer irgendwie konservativ und sind alle auf der einen Linie. Das Vorurteil wollen wir hier auch mal abbauen. Konservativ ist er bis heute nicht. Die Friedensbewegung ist für ihn und die Familie aber nicht mehr das große Thema. Eine Station eben auf dem Weg, der mit der Kriegsdienstverweigerung begann. Das war für mich mal eine ganz andere Welt, eine ganz andere Dinge. Und eigentlich hat es meinem Inneren auch mehr entsprochen. Ja Gott, ich hatte damals Streit mit meinem Vater deshalb, ja, das weiß ich noch. Der war überhaupt nicht der Freude über solche Aktionen, ja. Seine spätere Frau Bärbel war damals auch dabei. Es sind Menschen demonstrieren gegangen, die sowas sonst nie in ihrem Leben gemacht haben. Ich denke, es war eine echte Massenbewegung. Seit 12.40 Uhr steht die Kette aus Menschen quer durch Süddeutschland über 110 Kilometer. Ein beeindruckendes Signal der Friedensbewegung gegen das atomare Wettrüsten von Ost und West. Martin und Bärbel Schäfer besuchten noch die große Kundgebung in Stuttgart. Die Fähigkeit, sich selbst zu verrichten. Die Pershings wurden trotzdem stationiert in Mutlangen und Heilbronn. Für Martin Schäfer war der Widerstand dennoch nicht vergebens. Fand ich damals toll und ich finde es heute immer noch toll, wenn sich Leute gegen Schwierigkeiten oder die sie haben wehren, ja, und nicht nur zugucken oder sich wegducken. Ja. Das gibt es ja auch. Ja. Ob damals bei der Menschenkette zwischen Stuttgart und Neu-Ulm oder heute als politisch aktiver Biolandwirt, Martin Schäfer kämpft weiter für seine Anliegen.